Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid gut in euren ersten Konferenzwochentag gestartet. Und wir freuen uns jetzt sehr, unsere Bundesjustizministerin hier begrüßen zu dürfen an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Dr. Katharina Barley ist Juristin, sie ist ehemalige Richterin, ehemalige Bundesfamilienministerin, Feministin, brennende Europäerin und natürlich Sozialdemokratin und Kandidatin für die Europawahl 2019. Wir freuen uns jetzt sehr, dass sie hier ist. Genau, nach einem kurzen Input wird sie mit vier unserer Studierenden ins Gespräch kommen, unter der Moderation von Sven Prim-Rübke, wofür wir dann im Anschluss noch weitere Perspektiven aus dem Publikum mit einbeziehen möchten. Und jetzt ein herzliches Willkommen an Katharina Barley. Ganz herzlichen Dank für das nette Willkommen. Ich bin heute aus meiner Geburtsstadt Köln aufgebrochen, um hierher zu kommen. Da ist jetzt Weiberfastnacht, genau. Also es war echt ein Schritt, aber es hat sich total gelohnt. Ich sehe niemanden hier, ne? Nicht irritiert sein, wenn ich keinen angucke oder nichts sehe. Ihr müsstet alle mal hier stehen. Das ist ein tolles Bild, aber ich sehe kein einziges Gesicht. Also spreche ich jetzt ins Dunkel. Vielen Dank für die Einladung und großen Respekt davor, was ihr hier auf die Beine stellt. Als ich den Titel gelesen habe, dieser Konferenzwoche, war ich schon sehr beeindruckt. Jetzt habe ich ein paar erste Gespräche geführt. Und wer am liebsten nochmal 19 oder so, wird gerne selber nochmal anfangen, obwohl ich ja mit meinem Jurastudium auch ganz gut gefahren bin, wenn man das mal so sehen will. Ich will wirklich nur einen ganz kurzen Input halten, weil ich es viel spannender finde, dass wir dann nachher miteinander diskutieren. Denn natürlich bin ich jetzt hier auch unter dem Stichpunkt Europa. Und wenn es um die Frage geht, Fortschritt, geht das gut, dann finde ich, drängt sich das Thema Europa geradezu auf. Also wir haben ja diesen Slogan, Europa ist die Antwort. Und ich finde, das kann auch die Antwort auf diese Frage sein. Ich habe mir mal vier Bereiche rausgegriffen, wo ich finde, dass Europa die Antwort auf die Frage sein muss, wie geht es eigentlich fortschrittlich weiter in unserer Gesellschaft und wie können wir das gut machen. Der erste Bereich hat natürlich was auch mit dieser Hochschule zu tun und mit vielen Themen, die Sie jetzt besprechen werden. Das ist der ganze Bereich Nachhaltigkeit und da eben auch, also die ganzen SDG-Ziele, aber natürlich insbesondere auch der ganze Bereich Umwelt, Klimaschutz, weil völlig offensichtlich ist, dass diese Fragen eben nicht an der Landesgrenze Halt machen, egal ob das Luftverschmutzung ist, ob es Artenvielfalt ist, ob es Fragen von Wassermangel in manchen Gebieten der Erde sind oder auch Überschwemmungen in anderen. Ich glaube, das brauche ich hier vor diesem Auditorium gar nicht so viel weiter auszuleuchten. Das ist, glaube ich, hier wirklich allen klar. Der zweite Bereich, den ich ansprechen möchte, ist so ein bisschen mein Steckenpferd geworden. In der Zeit, in der ich jetzt Justizministerin bin, ein bisschen unfreiwillig fast, weil es mir vor die Füße gefallen ist. Ich war gerade 10 Tage im Amt, da kam der Cambridge Analytica-Skandal. Ich rede also von dem ganzen Bereich Digitalisierung. Vor jungen Leuten brauche ich das auch wenig auszuführen. World Wide Web heißt es ja nicht umsonst, weil es eben darin seinen Ursprung hat, dass es Menschen auf der ganzen Welt verbindet, was großartig ist. Aber es bringt eben auch sehr viele Herausforderungen mit sich und die sind halt auch grenzüberschreitend. Von denen kann man manche versuchen, national anzugehen, weil die anderen noch nicht mitziehen. Aber das ist immer nur die zweitbeste Lösung. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich sage einfach das Wort, dann gucke ich mal, wie die Reaktion ist. Datenschutzgrundverordnung. Also oft kommt dann so ein kollektives Stöhnen aus dem Publikum, was ich schade finde, weil ich finde, das ist ein Meilenstein gewesen im Bereich Datenschutz, Datensouveränität. 6 Jahre verhandelt worden, 2 Jahre Übergangsfrist und als der Cambridge Analytica-Skandal kam, das war im März letzten Jahres, da habe ich immer gesagt, ab Mai haben wir was, wo Sie alle sich dann besser wehren können gegen solche
Aktivität natürlich immer noch nicht 100%, da passiert so unfassbar viel, aber zumindest sie viel, viel mehr Souveränität über ihre eigenen Daten bekommen, sehr viel mehr selber entscheiden können, was damit passiert, welche erhoben werden, welche verarbeitet werden, welche man auch zurückholen kann. Und da habe ich immer gesagt, im Mai kommt die Datenschutzgrundverordnung und bis dahin fanden das dann auch alle toll. Und dann innerhalb der nächsten 6 Wochen merkten manche, dass diese 2 Jahre Übergangsfrist zu Ende gehen und es brach eine helle Panik aus. Es war auch für Unternehmen, für Vereine und so weiter auch ein Schritt der Umstellung, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass diese Datenschutzgrundverordnung so wichtig ist. Deswegen verwende ich auch ein bisschen Zeit jetzt darauf. Warum? Weil es ein Beispiel dafür ist, warum wir in Europa unser Gewicht auch zusammenlegen müssen. Wir haben die anderen Blöcke, wir haben die USA, wenn es um Daten geht, geht es da im Grunde genommen am Ende des Tages immer auch um Geld oder vorwiegend um Geld. Wie überhaupt das System in den USA ja fast immer nur auf Monetarisierung ausgerichtet ist. Wenn wir China anschauen, wenn die über Daten reden, dann reden die in der Regel über ein Kontrollinstrument gegenüber ihrem eigenen Volk und aus ihrer Sicht idealerweise auch darüber hinaus. Wenn wir über Russland reden und Daten, ne, dann ist auch nicht unbedingt positiv besetzt. Das will ich jetzt mal gar nicht näher ausführen. Aber klar ist, nirgendwo auf der Welt gibt es eine Kraft, die mit diesen 3 Kräften vergleichbar ist vom Gewicht her, die einen wertebasierten Ansatz hat, wie er unserem gleicht. Also, dass wir wollen, dass der Mensch derjenige ist, dessen Interessen da im Mittelpunkt stehen. Dass es um Privatsphäre geht, um Intimsphäre schon fast, um den Schutz von Kommunikation, um all diese Fragen geht. Und auch in Europa ist da nicht alles Gold, was glänzt. Aber diese Datenschutzgrundverordnung ist, wie gesagt, ein gewaltiger Meilenstein. Es ist eine Grundentscheidung. Und was wir sehen, ist, dass in zwischen 50 und 75 Staaten der Welt diese Datenschutzgrundverordnung jetzt kopiert wird. Dem Vernehmen nach sogar in Kalifornien, dem Heimatstaat des Silicon Valley. Also in dem Fall ist mal Staat gleich wirklich Staat. Ansonsten sind damit Länder gemeint. Ich finde das unglaublich ermutigend, weil man muss sich mal vor Augen führen, was passiert, wenn wir das nicht schaffen. Also wenn die amerikanische, chinesische, russische Weise, Daten als Rohstoff zu sehen, sich durchsetzt. Wollen wir das? Ich möchte das nicht. Und klar ist, dass wir das eben als einzelner Nationalstaat nicht schaffen können. Es gibt einen Spruch von einem ehemaligen belgischen Ministerpräsidenten, der mal gesagt hat, es gibt in Europa 2 Arten von Staaten, die Kleinen und die noch nicht begriffen haben, dass sie klein sind. Und zu letzterem gehört manchmal Deutschland oder gehören manche in Deutschland. Wir sind hier in Europa, in der Europäischen Union, bevölkerungsstärkstes Land und wirtschaftlich das stärkste Land. Aber wenn man die Weltkarte ausrollt oder auf den Globus schaut, dann sind wir da ein Stecknadelkopf. Und das müssen wir uns in solchen Zusammenhängen immer mal wieder vor Augen führen. Und ich finde, da als Daten sind da ein ganz wichtiger Punkt. Der dritte Bereich, den will ich wirklich nur ganz kurz streifen, weil er mit dem Thema dieser Woche nicht so viel zu tun hat, aber das ist der ganze Bereich Sicherheit. Das hängt natürlich auch mit Digitalisierung zusammen, aber auch damit, wie wir Europa haben wollen. Ich lebe in Trier. Das ist ein 4-Länder-Eck. Wir fahren ständig nach Luxemburg, manche nur um zu tanken, manche auch um da andere Dinge zu machen, Freunde zu besuchen, einzukaufen, ins Museum zu gehen, was auch immer. Frankreich und Belgien sind auch quasi in Spuckweite und wir haben ganz viele gemeinsame Einrichtungen, wir haben gemeinsame Schulen, Kindergärten, Kläranlagen, Sportstätten. Das ist für uns quasi das tägliche Brot. Aber diese Vereinigung Europas bringt eben auch mit sich, dass sich auch im Bereich Sicherheit neue Herausforderungen stellen. Und auch da müssen wir gemeinsam agieren, damit wir mit dieser Herausforderung fertig werden.
Und den letzten Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, das ist natürlich der, der sich hier anbietet, das ist der ganze Bereich Bildung und Forschung. In der globalisierten, digitalisierten Welt, in der sie ihre Ausbildung machen, in der sie arbeiten werden, macht es ja überhaupt keinen Sinn, sich auf seinen Tellerrand zu beschränken, sondern wir brauchen die Interdisziplinarität im Inneren, aber wir brauchen eben auch den Austausch, den internationalen und dazu allererst den europäischen. Als Bewohnerin einer Grenzregion und selber doppelter Staatsbürgerin bin ich immer wieder entsetzt, welche Richtung das genommen hat. Wir haben zwar viele, viele Programme, in der Schule haben wir Comenius, in den Hochschulen haben wir Erasmus, wir haben jetzt Erasmus Plus, was auch für Berufsschülerinnen und Schüler Anwendung findet, aber in der Praxis passiert da noch viel zu wenig. Da, wo ich wohne, haben wir akuten Fachkräftemangel und die kann man versuchen, immer auch Auszubildende aus Frankreich oder aus Belgien zu finden, wo es eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt, sogar in Luxemburg. Und das scheitert ganz banal an der Sprache, obwohl wir uns sehen können. Also es ist, und auch bei uns, mein großer Sohn hat noch Französisch als erste Fremdsprache wählen können. Bei meinem kleinen Sohn, 7 Jahre später, ging das schon nicht mehr. Da wurde nur noch Englisch angeboten. Das ist absurd. Also wir müssen viel mehr dafür tun, dass wir Bildung auch europäisch anlegen, sei es beim Spracherwerb, sei es in den Angeboten, die wir jungen Menschen machen. Mein Ansatz ist, dass jeder junge Mensch idealerweise einmal im Laufe seines Ausbildungslebens einen Auslandsaufenthalt absolviert haben kann, sei es in der Schule, sei es in der Ausbildung, sei es im Studium. Wir fokussieren uns, das sage ich jetzt, obwohl ich hier in der Universität bin, wir fokussieren uns manchmal total auf das Universitäre, aber wir brauchen das wirklich auch bei den Auszubildenden, weil es eben um mehr geht. Es geht ja nicht nur um den Wissenserwerb. Es geht auch darum, kennenzulernen, wie die anderen ticken. Sei es in dem beruflichen Feld, in dem man unterwegs ist, um dann nachher besser miteinander arbeiten zu können, aber natürlich auch in diesem übergeordneten Sinne. Wen man kennt, mit dem diskutiert man, aber mit dem führt man am Ende des Tages keinen Krieg. Das ist für junge Menschen oft weit weg, aber das ist es natürlich nicht. Wir wissen das hoffentlich, kognitiv jedenfalls alle. Und wir sehen es jetzt auch in Irland, Nordirland. Hier, wer älter ist als 70, hat vielleicht Kriegserfahrung, aber dort ist es so, wer älter ist als Ende 20, hat kriegsähnliche Zustände erlebt und die könnten dort wieder losgehen, wenn wir das nicht geregelt bekommen mit dem Brexit, mit dem Backstop. Und deswegen ist es mir auch von meiner persönlichen Geschichte, ich bin ja auch halbe Britin, ist mir das so wichtig, dass wir uns zwischen den Bevölkerungen Europas auch wirklich verzahnen, vernetzen. Das muss ja nicht jeder so machen wie ich. Ich habe von meinem Erasmus-Studium einen Mann mit nach Hause genommen, der wiederum 2 andere Staatsangehörigkeiten hat als ich, der halber Spanier, halber Niederländer ist und mit dem dann diese 2 Kinder bekommen. Das muss jetzt nicht jeder so machen, auch wenn ich höre, dass das immer mal wieder passiert, was toll ist. Aber also diese Idee, dass wir nicht nur Länder sind, die nebeneinander herleben und wo jeder versucht, so seinen eigenen Vorteil zu realisieren, sondern dass wir wirklich dieses europäische Haus zusammenbauen, dass wir wirklich miteinander uns austauschen, diskutieren, streiten, aber eben auch am Ende des Tages Kompromisse finden. Das finde ich unglaublich wichtig. Und schließlich abschließend, das ist jetzt wirklich der letzte Punkt, ich bin total beeindruckt davon, was ich in den Vorgesprächen gehört habe, wie diese Universität unterwegs ist, was Europa angeht. Ich finde, dass wir am Ende des Tages echte europäische Hochschulen brauchen, mit europaweiten Abschlüssen, mit Studierenden aus allen Ländern, die auch zwischen diesen Hochschulen dann wechseln können, die auch sich idealerweise mit Zukunftsthemen, die Europa befassen, auch beschäftigen, auch befassen werden. Das ist so meine Vision am Ende, aber diese ganzen Schritte dahin, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Universitäten, die einen ähnlichen Denkansatz haben, so wie es ja hier auch nach vorne gebracht wird, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, von dem Sie am Ende profitieren werden. Wie gesagt, ich beneide Sie darum,
Aber auf der anderen Seite, ich werde jetzt nicht nochmal 19 sein, will ich eigentlich am Ende des Tages auch gar nicht. 50 sein ist toll. Aber ich werde auf jeden Fall in dem, was ich tue, alles tun, um den europäischen Gedanken auch hier in Ihrer Hochschule zu unterstützen. Vielen Dank. Sie haben recht, was die Lichtverhältnisse betrifft. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Großen Dank für diesen Input. Wir haben jetzt Gelegenheit, mit Katharina Barley einige Punkte genauer anzuschauen. Wir werden hier auf dem Podium eine erste Debattenrunde haben, bevor wir dann in die Diskussion mit Ihnen allen einsteigen, möglichst gleichzeitig natürlich. Hier auf dem Podium haben wir 4 Studierende eingeladen, die ich Ihnen sehr gerne vorstelle. Sie haben kritische Fragen mitgebracht, aber wenn es gut läuft, soll es auch ein echtes Gespräch geben. Also, da ist hier Julia Brinkmann, kommt gerade von einer Exkursion aus Brüssel, passt also sehr gut, da ging es um das europäische Recht zur Energie. Er hat ihren Bachelor in Politikwissenschaft sowie Kommunikations- und Medienwissenschaften absolviert, ist 25 Jahre alt und hat in Bremen in einer Klimaschutzagentur gearbeitet. Andrea Kabatski studiert im ersten Semester Umweltwissenschaften, also gehört ins Solfana-Semester gerade, ist bei der Grünen Jugend im Bereich Feminismus und Wirtschaft aktiv und engagiert sich für Schüleraustauschprogramme, nachdem sie selbst ein Jahr in Estland verbracht hat. Delil Uzun studiert Rechtswissenschaften, organisiert das Start-up-Weekend hier an der Leuphana und kein Aufschrei. Und macht nach eigenen Aussagen gerne Witze in unpassenden Situationen. Und heute ausnahmsweise ganz auf der rechten Seite, Eike Platt, ist 21 Jahre alt, organisiert europapolitische Bildung für junge Menschen in ganz Europa, ist Teil des Europäischen Jugendparlaments, wenn ich das richtig gelesen habe, und interessiert sich als Mitglied der DGB-Jugend besonders für soziale Gerechtigkeit. Vier Themen wollen wir in gut 30 Minuten in den Blick nehmen. Es soll um die Vision Europa gehen, um Klimaschutz und die SPD, um Freiheit und Sicherung in Zeiten des datenbasierten Kapitalismus und um die Frage, wie ein europäisches Sozialmodell aussehen könnte. Also Sie sehen, wir haben Stoff für 3 Tage. Wir beginnen trotzdem. Zum Einstieg eine Frage von mir. Der Rechtsphilosoph Christoph Möllers hat es auf eine schöne Formel gebracht, indem er sagte, Demokratie ist Versprechen, ist immer ein großes Versprechen und zugleich eine Zumutung. Ein Versprechen deshalb, weil wir die Möglichkeit haben, unsere Gesellschaft miteinander zu gestalten. Wir können sie verändern, wir können, wenn es gut geht, den Fortschritt miteinander klären und auch bestimmen, wo es lang geht. Es ist aber auch eine Zumutung, weil es so verdammt viele Menschen gibt. Ja, also wir haben eine Position und eine Vorstellung davon, wie es idealerweise laufen sollte, aber wenn wir jetzt nur mal Deutschland nehmen, gibt es so ungefähr weitere 80 Millionen, die möglicherweise eine andere Position haben als ich. Und das relativiert uns natürlich fortwährend und ist einer der Gründe, warum es nicht so ganz leicht ist,
sozusagen immer so eine konsistente Politik zu formulieren und sie zu realisieren. Es gibt eben die vielen anderen, die eben andere Stimmen mit einbringen. Und das bedeutet eigentlich, dass wir ständig mit Enttäuschung umgehen müssen, denn wir bekommen es eben selten hin, unsere Position 1:1 umzusetzen. An Sie die Frage, Frau Barley, wie gehen Sie mit dieser demokratieeigenen Enttäuschung um? Also das ist ehrlich gesagt eines meiner Lieblingsthemen. Das Problem ist natürlich, dass wenn man regiert, man diese Enttäuschung zum Teil produziert. Weil, ja, ist ja so, weil man tritt mit einem bestimmten Programm an, man vereinbart bestimmte Dinge, aber am Ende, in den wenigsten Fällen, kommt es am Ende zu einer Alleinregierung. Selbst da wird dann nicht alles umgesetzt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber in den Koalitionen, in denen man ist, und da ist es jetzt völlig egal, welche Partei das ist, muss man am Ende bestimmte Kompromisse schließen. Und ich bin tatsächlich, seit ich diesen Wahlkampf mache, auch immer mehr sozusagen die Jeanne d'Arc des Kompromisses. Weil es hat sich so ein bisschen eingeschliffen, dass wir alles, was nicht 100% das ist, was man selbst will, oder auch 100% dessen ist, womit Einzelne angetreten sind, dass das dann nicht nur kritisiert wird, was völlig legitim ist, sondern in Grund und Boden verrissen wird. Und das halte ich für ein Problem. Also ich verstehe das, ja, aber wir haben, das ist schon ein Phänomen, was größer geworden ist in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir eine andere Parteienlandschaft haben, ja, mehr Parteien. Man muss sich auch stärker abgrenzen, man muss auch stärker, dadurch wird es alles, glaube ich, ein bisschen zugespitzt auch oft noch. Oder ob es an den sozialen Netzwerken liegt, die natürlich immer alles ein bisschen verstärken, deutlich verstärken. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, deswegen bin ich ausgesprochen dankbar für die Frage, die wir nicht abgesprochen hatten, weil es natürlich in Europa nochmal potenziert wird. Denn das ist etwas, wir reden immer alle von mehr Europa. Aber es gibt bestimmte Punkte, also wenn wir zum Beispiel europäische Armee nehmen, wo auf den ersten Blick sehr, sehr viel für spricht, dass man sagt, es ist völlig idiotisch, dass wir alle eigene Sachen anschaffen und uns nicht vernünftig miteinander oder immer nur so punktuell miteinander arbeiten, lass uns doch das alles zusammenschmeißen, wenn wir es denn schon brauchen, und dann machen wir es zusammen. Dann muss man aber auch immer mitdenken, das wird dann aber auch ein Kompromiss werden. Dann wird nicht überall die reine deutsche Lehre gelten. Also beispielsweise ist Deutschland das einzige Land, was wegen des Saudi-Arabien-Krieges und wegen Khashoggi, jetzt Jemen-Krieges und Khashoggi die Waffenlieferung nach Saudi-Arabien ausgesetzt hat. Da sind wir die Einzigen. Das wäre wahrscheinlich in einem europäischen, es kann dann nicht immer so sein, dass das, was wir für richtig halten, dann auch umgesetzt wird. Und deswegen, ja, Demokratie ist wahnsinnig anstrengend. Aber es ist großartig. Und ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Menschen Begeisterung dafür entwickeln. Wir hatten 1919 80% Wahlbeteiligung bei Frauen und bei Männern. Frauen durften das erste Mal wählen. Über 80%. Ich finde, Demokratie wählen ist immer noch ein Feiertag. Andrea Kabaski, vielleicht der Ausschlag, der liegt bei dir, zur Vision Europa. Wir haben das überschrieben mit der Frage zwischen Republik und zahmer Kooperation. Bitte. Genau. In Europa werden die Stimmen immer stärker, die wieder die Rücklagerung von den Kompetenzen aus Europa zu den Nationalstaaten fordern. Viele dieser Kritikpunkte kommen auch am Thema Migrationspolitik zustande. Und meine Frage wäre eben, wie kann ein Europa in der Zukunft aussehen? Brauchen wir die Vereinigten Staaten von Europa oder lieber wieder mehr Nationalstaatlichkeit, und eben auch, müssen wir Europa zu einer Festung erklären, um es irgendwie zu retten, oder müssen wir die Grenzen öffnen und genau das Gegenteil tun? Auch da eine differenzierte Antwort. Ich finde die Vision Vereinigte Staaten von Europa immer noch richtig. Aber das wird sich über lange Zeit hinziehen.
bis wir da hinkommen, weil man darf das Sprachenproblem tatsächlich nicht unterschätzen. Und wir sind schon auch sehr unterschiedlich von unseren Kulturen her, was ich großartig finde. Auf der anderen Seite, und ich bin auch eine Anhängerin von Subsidiarität, das ist aber schon ein geltender Grundsatz. Also da, wo es auf der niedrigeren Ebene besser zu lösen ist, da soll es auch so sein. Andererseits gibt es Sachen, da müssten wir hochverlagern oder es zumindest ändern. Ich finde zum Beispiel, dass wir in der Steuerpolitik immer noch Einstimmigkeitsprinzip haben. Haben wir. Das blockiert so viel, was wir eigentlich tun müssten auf europäischer Ebene und auch tun könnten. Digitalsteuer ist sowas. Da gibt es drei Länder, die das blockieren. Und zumindest Irland wird das wahrscheinlich auch bis zum Schluss tun, aus naheliegenden Gründen. Und dann kommen wir eben da nicht zu Potte, auch wenn wir es jetzt weiterhin versuchen werden. Was Migration angeht, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie es in Europa anders werden müsste. Ich finde, dass wir viel stärker eine Verbindung noch herstellen müssen zwischen der Europaebene und der kommunalen Ebene. Also, dass wir aus vielen Gründen Europa und die Bürgerinnen und Bürger stärker verlinken müssen. Zum einen, um den Fortbestand Europas zu sichern, weil ich glaube, ganz, ganz viele haben das Gefühl, es hat zu wenig mit ihnen zu tun. Aber auch um Probleme zu lösen. Also Beispiel Flucht, das ist nicht Migration, sondern Flucht. In Polen sind die 14 größten Kommunen bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Danzig war dabei, der Oberbürgermeister ist ja erstochen worden, tragischerweise vor einigen Wochen. Der war ein Protagonist davon. Die Menschen in Polen denken da anders als ihre Regierung. Und das ist ja nicht nur in Polen so, sondern auch in Deutschland oder in vielen anderen Ländern haben wir manche Orte, wo viele sagen, natürlich müssen wir helfen und wir halten das hier auch super aus und das würde gut zu uns passen sogar. Italien, da gab es diese Modelldörfer, wo das wunderbar geklappt hat. Und wenn man dann von europäischer Ebene sagen würde, so einen Fonds dafür einrichten, da gibt es ja Pläne schon, Macron hat das auch angesprochen in seiner Sorbonne-Rede, Gesine Schwan hat das schon lange ein Programm für in der Schublade, dass man sagt, diese Kommunen, die das dann machen, kriegen natürlich die Kosten ersetzt und sie bekommen auch noch was drauf, so für ihre eigene Gemeinschaft. Ich bin sicher, wir hätten in 0, nichts diese Flüchtlingsfrage gelöst. Ich bin 100% sicher, dass wir in der Bevölkerung diese Bereitschaft haben. Ich gebe zu, es gibt ein Problem an dieser Idee, nämlich, dass die Nationalstaaten dem erstmal zustimmen müssten. Deswegen glaube ich, muss man mit einem anderen Bereich anfangen. Ich glaube, es wäre für viele Bereiche, auch für Kultur, für Bildung auch, wäre das ein wichtiger Ansatz, dass man stärker über die Kommunen, über die Bürgerinnen und Bürger selbst geht. Also ein Europa der Regionen und nicht mehr ein Europa der Nationalstaaten. Ich würde es noch lieber Europa der Bürgerinnen und Bürger nennen. Also Europa der Regionen, es gibt ja schon ADR und so, aber das ist nicht dasselbe. Also dass man wirklich Bottom-up-Ansatz gelebt, also dass man wirklich die Leute vor Ort fragt, was wollt ihr, was braucht ihr, wie können wir das für euch passend machen auch. Bisher kommt zu viel, was von was designt wird und dann ist es one size fits all. Und da wissen wir auch alle, dass das nicht überall gut aufgenommen wird und auch nicht überall funktioniert. Die Vision einer Republik Europa, oder? Oder geht das ein Stück zu weit? Also ich glaube, dass wir unsere Unterschiedlichkeit auch sehen müssen und das als was Positives begreifen. Mir geht es zu oft in Richtung Vereinheitlichung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Landwirtschaftspolitik nehme, da wurden ja diese ganzen kleinen Betriebe im Grunde genommen rasiert durch europäische Vorgaben. Katastrophe. Also und in Barnstedt, ne, ich habe ja eben im Interview gesagt, habe mein halbes Leben hier in Barnstedt verbracht, bei Lüneburg. Die hatten früher, das ist der Gasthof von meiner lieben Freundin, die vielleicht hier auch irgendwo ist, von ihren Eltern, die hatten früher Schweine hinterm Haus. Und die hatten einen Gasthof und diese Schweine kriegten eben die Kartoffelschalen und was uns so anfiel. Und dann kam irgendwann eine Vorgabe, Hygiene und so weiter, dass das eben nicht mehr geht. Und das hat auch in Rumänien und so weiter wirklich für Verwerfung gesorgt, weil die davon leben, dass sie auch neben kleiner Landwirtschaft dabei haben und so. Und so sollte Europa nicht sein. Es sollte das respektieren, was vor Ort passiert. Wo Sie es jetzt gerade schon angesprochen haben, Landwirtschaftssubventionen, was gedenken Sie denn dafür zu tun,
dass eben nicht mehr die kleinen Bauernhöfe aussterben durch die Subventionsverteilung der Europäischen Union? Ja, diese Subventionsverteilung muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Also das ist nicht mehr, es ist ja schon leicht modifiziert, aber dass es eben nicht vor allen Dingen nach Fläche geht und nach Ertrag, sondern dass da andere Kriterien eine Rolle spielen. Dass es um das Wohl der Menschen, der Tiere, der Böden und so weiter geht. Da muss man klar sagen, haben wir einen mächtigen Nachbarn. Für Frankreich und auch für Polen, muss man sagen, sind die Agrarsubventionen das fast wichtigste Element an der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Deswegen wird das sehr schwer, aber das ist dringend notwendig. Ich glaube, es sind 40 Milliarden, die wir im Jahr an Agrarsubventionen ausschütten. Und das ist absolut absurd, dass da zum Teil Strukturen gefördert werden, die schaden statt nutzen. Also vielleicht nochmal zur Vision Europa, Frau Barley. Könnten Sie uns ein Projekt skizzieren, mit dem es vielleicht gelänge, sowas wie eine neue Begeisterung für Europa zu entfachen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den Eindruck, dass gerade in der jungen Generation durchaus sehr viel Begeisterung da ist für Europa. Und die Veranstaltungen, die ich so durchführe zum Thema Europa, die sind immer alle rappelvoll. Immer. Ich hatte noch keine, die es nicht war. Und weil Sie kommen. Nein, weil vor allen Dingen seit dem Brexit die Leute gemerkt haben, dass es nicht mehr, dass man den Hintern hochkriegen muss. Und deswegen glaube ich, geht es gar nicht so sehr darum, eine Begeisterung für Europa, für die europäische Vision zu wecken, sondern darum zu zeigen, wie wollen wir das denn eigentlich machen oder wie soll es denn eigentlich konkret sein? Und deswegen bin ich ja sehr stark unterwegs beim Thema soziales Europa, weil das bisher noch was ist, was fehlt und auch, das auch was damit zu tun hat, dass Menschen konkret spüren, das hat Europa auch wirklich mit mir zu tun. Noch eine Nachfrage, wenn denn die Vision Europa so am Leben ist, wieso bekommen die europakritischen Parteien gerade in unseren Nachbarländern denn dann so viele Stimmen? Sie sagen, alle Veranstaltungen sind immer voll, aber wir sehen ja in den Wahlergebnissen, dass es anders ist. Ja, das ist ja aber ein Phänomen, was sich nicht auf Europa alleine bezieht. Also die Menschen, die rechtspopulistischen Bewegungen sind ja auch national größer geworden und sind auch europäisch, also das geht ja miteinander einher, das ist ja nicht so, dass die national alle happy sind und dann nur, wenn es ums Thema Europa geht, der Aufschrei kommt. Das sind eben Menschen, bei denen vor allen Dingen die Ängste angesprochen werden und das bezieht sich dann auf ganz viel. Es wurde gesagt, sie sind Feministin, das geht dann auch zum Beispiel gegen Gleichberechtigung, Gleichstellung. Die wollen immer wieder zurück. Die wollen zurück in den Nationalstaat, die wollen zurück in das klassische Familienbild, die wollen zurück in nicht mehr so viele Migranten. Also die wollen in allem zurück, weil sie sich in diesem früher sicherer fühlen. Ich weiß nicht, wie viele wir davon wirklich zurückkriegen können oder auch wollen, weil vieles von dem ich auch nicht adressieren will. Aber dieses Gefühl, auch Europa kann mir Sicherheit geben. Ich glaube, das müssen wir schon versuchen. Nicht nur bei denen, auch gar nicht spezifisch bei denen, sondern bei allen. Und da spielt eben diese soziale Komponente eine große Rolle. Okay, Julia Brinkmann, mit dir haben wir die Überschrift gefunden, Klimaschutz und SPD, geht das zusammen? Bitte. Ja, genau. Das ist eine Frage, die mich definitiv beschäftigt und Sie haben ja vorhin in Ihrem kurzen Input auch Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Artenschutz als ein Thema aufgegriffen, was für Sie sehr wichtig ist und gerade diese Themen oder bei diesen Themen stand Deutschland auf EU-Ebene häufig auf der Bremse, also wenn es jetzt um Luftverschmutzung geht, um die Agrarpolitik und so weiter. Und die SPD als Partei, die vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen vertreten will, ist damit ja automatisch auch in einer Nähe steht da ja
oder damit geht ja auch automatisch einher, dass sie Arbeitnehmer, Arbeitgeber schützt, die auch oft nicht unbedingt nachhaltige Wirtschaftsmodelle verfolgen, sei es jetzt in der Kohleindustrie oder auch in anderen Industrien. Und wie kann die SPD damit eigentlich für glaubwürdige Klimapolitik stehen? Also erstens finde ich, ist das schon ein bisschen tendenziös formuliert. Also wir schützen nicht die Arbeitgeber, sondern wir schützen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das stimmt. Und das halte ich auch für richtig und für wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir am Ende des Tages auch so einen gesellschaftlichen Kitt brauchen, um am Ende all diese Ziele auch nachhaltig umsetzen zu können. Ich will da jetzt überhaupt keine Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, wenn man ein so wichtiges Ziel wie Klimaschutz, wie Nachhaltigkeit verfolgt und die Leute nicht mitnimmt, dann gibt es am Ende eben möglicherweise auch so ein Rollback. Und das möchte ich auf keinen Fall. Und ich glaube, dass das auch jedem einleuchtet, der mal in so einer Region gewesen ist, die halt stark von solchen Industrien lebt. Da kannst du nicht einfach das Licht ausknipsen. Und das möchte ich jedenfalls auch nicht. Und deswegen ist für uns ganz klar, dass das zusammen geht und gehen muss. Aber dass das dann eben bedeutet, nicht von heute auf morgen Schnitte zu machen, sondern zu sagen, was passiert mit euch? Das sind ganz konkrete Menschen, die da leben und ganz konkrete Schicksale, von denen wir da reden. Und wir haben das ja auch schon in weiten Teilen sehr gut geschafft. Ich meine, wenn man mal sieht, das Ruhrgebiet hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was da noch vor 30 Jahren war. Also wir haben ja schon einen solchen Umbruch, oder das Saarland, unser Nachbarbundesland. Da ist ja wahnsinnig viel schon passiert. Und genauso müssen wir das jetzt aber auch machen in den verbleibenden Kohleregionen, also gerade die Lausitz. Und die Leute wissen da, dass wir rausgehen aus der Kohle. Das ist denen völlig klar. Aber die sagen, und ich finde zu Recht, wir müssen auch wissen, wie es danach weitergeht. Die können ja nicht alle wegziehen. Sollen sie auch nicht. Und es reicht dann auch nicht, wenn man da ein Forschungszentrum ansiedelt oder so. Sondern es geht schon darum, dass wir den Menschen, die davon betroffen sind, auch sagen, was passiert mit euch. Und ich halte das für wichtig. Und wenn Sie jetzt ansprechen, CO2-Emissionen europaweit, ja. Aber da haben es natürlich Länder wie Frankreich auch deutlich leichter. Die haben Atomstrom. Da hast du keine CO2-Emissionen. Da kannst du super sagen, hier, ehrgeiziges Ziel bei CO2-Emissionen. Aber wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Und ich meine, wir wollen keinen Atomstrom, wir wollen raus aus der Kohle, wir wollen auch kein russisches Gas, wir wollen auch kein Fracking-Gas aus den USA, wir wollen auch kein Nordseegas. Wir sind auch mit den Trassen und so, ist auch alles schwierig. Bei uns zu Hause gibt es Diskussionen mit Windrädern auf den Bergspitzen, weil ich, ne, bei uns, und das ist dann Landschafts- und so weiter. Ne? Also wir müssen da schon gucken, dass wir die Sachen zusammenkriegen. Und ja, natürlich werden wir nie so ehrgeizige Ziele formulieren, wie das andere Parteien tun, für die das halt, also die dann halt sich auf eine Seite alleine stellen. Wir werden immer eine Partei sein, also auch wieder beim Kompromiss, wir werden immer eine Partei sein, dafür ist es auch eine Volkspartei, weil wir die einen haben und die anderen, die versuchen werden, beides zusammenzudenken. Ja, also ich, also für mich ist das aber definitiv auch eine Frage von Generationengerechtigkeit, diesen Zielkonflikt irgendwie so aufzulösen, dass wir es dennoch schaffen, mit der sehr kurzen Zeit, die uns eigentlich noch verbleibt, also der letzte Report des IPCC spricht ja von 12 Jahren, in denen die entscheidenden Weichen gestellt sein müssen. Und für mich ist es da eine entscheidende Frage von Generationengerechtigkeit, wie wir es schaffen, irgendwie die natürlich berechtigten sozialen Interessen, die jetzt berücksichtigt werden müssen, nicht zulasten der nächsten Generationen und unserer Lebensgrundlagen, auf die wir irgendwie alle bauen, abgewogen werden. Genau, aber genau weil das so ist, nützt es ja nichts, wenn wir da nur unser Land betrachten. Und wenn wir uns umschauen in Europa, dann sehen wir, dass es Länder gibt, die das sehr, sehr unterschiedlich handhaben.
Und genau das ist für mich der Punkt. Also wenn wir am Ende dann dahin kommen, dass wir diesen schnellen Ausstieg, beispielsweise jetzt aus der Kohle, der ja einem relativ ambitionierten Ausstieg aus der Atomenergie folgt, wenn wir das nur hinkriegen auf Kosten dessen, dass wir dann eben den Kohlestrom aus Polen holen, dann und dort im Grunde genommen eher dafür sorgen, dass die alternativen Energien nicht entwickelt werden oder eben den Atomstrom aus Frankreich. Ich weiß ja, wovon ich rede, ich wohne da und ich kann von meinem Wahlkreis aus Cattenom sehen. Das ist einer dieser Pannenreaktoren in Frankreich. Und ich möchte, dass wir das europäisch lösen und damit auch ein Modell sind für weltweit, weil nur so können wir das wirklich schaffen, dass wir für die junge Generation nachhaltig die Veränderung hinkriegen. Und so unterschiedlich wie die europäischen Länder da ticken, müssen wir die eben auch alle mitnehmen, jeder auf seinem Weg. Soweit? Okay, dann gehen wir schnell rüber. Wir wechseln hier wirklich sehr schnell die Themen, aber jetzt zum Datenschutz. Delil Uzun hat sich vorbereitet. Genau. Frau Bahle, erstmal Dankeschön auch aus Sicht der Studierenden, dass Sie heute hier sind. Das freut uns, glaube ich, alle sehr. Und meine Frage ist, Sie haben ja die Datenschutzgrundverordnung erwähnt und momentan gibt es ja auch diesen Artikel 13 der Urheberrechtsreform, wird ja auch viel kritisiert. Und mal abgesehen davon, was für Absichten dahinter stehen, die natürlich alle, die lobenswert sind, finde ich. Aber ist das der pragmatische Weg, frage ich, weil ich habe das Gefühl, wir regulieren damit nur hier unsere eigenen Freiheiten, belasten den Mittelstand unnötig und die großen Player, USA, China, Russland, machen trotzdem, was sie wollen und entwickeln weiter und wir hindern hier unseren Fortschritt an solchen Technologien. Und ja, wie gesagt, die anderen machen dann trotzdem, was sie wollen und gehen dann quasi mit ihrer Ethik und Moral an solche Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Big Data ran, die wir hier nicht weiterentwickeln können durch diese Regulierung. Also es geht jetzt um Regulierung insgesamt. Ja. Also erstens, die machen weiterhin, was sie wollen. Das ist nicht so. Also die großen Player, sowohl Facebook als auch Google, sind nach der Datenschutzgrundverordnung schon zu erheblichen Zahlungen verurteilt worden. Also zuletzt Google von Frankreich, ich glaube 50 Millionen. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir diese Datenschutzgrundverordnung gemacht haben. Wir hatten vorher ein Bundesdatenschutzgesetz, das hat schon fast die gleichen Pflichten vorgesehen. Wir hatten einen Bußgeldrahmen von 300.000 Euro. 300.000 Euro. Facebook. Der Rahmen jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung sind 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Das heißt, bei Facebook mit 40 Milliarden Jahresumsatz sind das 1,6 Milliarden. Höchstbußgeld, das ist schon ordentlich. Also die haben schon, und ich merke das ja, die suchen auch jetzt anders den Kontakt als vorher, um auch zu dokumentieren, dass sie sich bemühen und was sie alles machen und so weiter. Also das ist schon ein anderes Druckpotenzial. Die machen nicht, was sie wollen. Und dadurch, dass wir eben auch gesagt haben, wenn es um europäische User geht, dann findet die Datenschutzgrundverordnung Anwendung, egal wo der Server steht oder wo der Konzern seinen Hauptsitz hat. Dadurch können die sich auch nicht entziehen. Also das ist mal der eine Punkt. Der zweite mit künstlicher Intelligenz, das wird immer wieder gesagt, dass wir diese riesigen Datenmengen brauchen, um KI zu entwickeln. Wir haben ja so eine Datenethikkommission jetzt eingerichtet, Justiz und Innenministerium zusammen, und haben da hochkarätige Expertinnen und Experten. Und die sagen mir, die auch zum Teil selbst im Silicon Valley arbeiten, dass das nicht mehr stimmt, dass wir über diesen Punkt hinweg sind, wo es um Menge geht, sondern es geht um qualitativ hochwertige Daten, es geht, die man zum Teil sogar künstlich erzeugen kann. Und es geht natürlich am Ende des Tages darum, dass wir ganz viele Daten schon haben, die wir anonymisieren könnten und verwenden könnten. Die Menge an Daten, die wir... Wie viel sitzen hier? 1000 Leute, die wir nur heute erzeugen. Das geht auf, also es geht über jede Vorstellungskraft. Wir brauchen nicht all diese Daten, um KI zu entwickeln, sondern wir brauchen präzise, gute Daten,
die dann verlässlich anonymisiert werden. Es gibt zum Beispiel noch überhaupt keinen Standard für Anonymisierung. Andrea Nahles hat ja einen Entwurf vorgelegt für die Sozialisierung von Daten, also dass man die, die großen Player auch zwingen kann, ihre Daten zum Beispiel für Forschung zur Verfügung zu stellen oder auch für Startups oder auch für gemeinnützige Zwecke. Finde ich auch einen interessanten Ansatz. Data Sharing, aber ich glaube tatsächlich, wir, wenn wir das genau wüssten, was da alles, wie viel da von uns überall unterwegs sind und was die alles damit machen, ich glaube, dann könnte niemand ernsthaft sich Datensparsamkeit und Datenschutz widersetzen. Soll ich noch was zum, zum Artikel 13 sagen? Darf ich? Sehr gerne. Weil dann, ich bin immer froh, wenn ich da mal was zu sagen kann, weil dann gegen diese geballte Welle im Netz kommt man ja überhaupt nicht an. Also, ich versuche es auch kurz zu machen. Urheberrechtsrichtlinie. Sind ganz, ganz viele Artikel drin, die ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Sachen regeln. Im Grunde genommen geht es bei Artikel 13 darum, dass im Netz unbestritten, von jedem unbestritten, ständig Copyright-Verstöße begangen werden. Das weiß jeder und das will auch jeder ändern. Da sind wir uns alle einig. Die Frage ist, wie? Ich selbst finde Upload-Filter den falschen Weg. Ich habe ja auch bis zur letzten Minute versucht, diesen Artikel 13 rauszuholen, damit man den ganz anders aufsetzt. Aber auch da wieder, es hilft, wenn man auch andere Perspektiven einnimmt. Es geht nicht nur um die Userinnen und User, sondern es geht auch um die Kreativen und deren Inhalte. Und die legen Wert darauf, dass sie, wenn ihre Inhalte genutzt werden, dass sie auch was davon haben. Dass sie sagen können, ich will das nicht, oder dass sie wenigstens Geld dafür kriegen. Und das ist der Punkt. Die sind nicht so viele und die sind auch nicht so laut. Aber die haben auch ein Interesse und auch ein legitimes Interesse. Und ich habe in Artikel 13 reingekriegt die Ausnahmen für kleinere, also für Startups insbesondere. Auch nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte, aber immerhin. Und in den anderen Artikeln gibt es eben Schutzvorschriften für Künstlerinnen und Künstler, dass die wirklich zu ihrem Geld kommen. Im Moment macht YouTube das, wie es will. Also im Moment ist man abhängig davon, ob YouTube einem Geld gibt oder nicht und wie viel. Die haben keinerlei Rechte. Das müsste man in Artikel 13 regeln. In Artikel 14 fortfolgende, da geht es eher um andere Rechte, die Künstler haben, wenn sie Verträge unterschreiben zum Beispiel. Das sind viele wichtige Sachen da drin. Und deswegen ist jetzt diese Richtlinie erstmal so beschlossen worden. Das Europäische Parlament hat ja jetzt erstmal noch das Wort. Glauben Sie, so wie es jetzt im Artikel drin steht, geht das ohne Upload-Filter? Nein, so wie es jetzt drin steht, wird es nicht ohne Upload-Filter gehen. Allerdings gibt es dann eine Umsetzungsfrist von 2 Jahren und zumindest die Befürchtung, dass man nur über Google und YouTube und die großen Player einen Upload-Filter wird bekommen können. Das ist ja eine der Besorgnisse. Ich glaube, dagegen kann man was tun. Ich finde, wie gesagt, Upload-Filter den falschen Weg. Ich hätte lieber eine, weil das auch nicht unbedingt heißt, dass die Künstler am Ende wirklich ihr Geld kriegen. Wenn was blockiert wird, dann kriegen die immer noch kein Geld. Ja, also auch vor dem Hintergrund. Aber mal sehen, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Eine Frage hätte ich noch, welche sozialen Dienste nutzen Sie denn privat? WhatsApp, Facebook, Instagram? Also ich nutze Facebook, Twitter, Instagram, allerdings nicht privat. Das mache ich, ich schaue mir natürlich hin und wieder mal, ich hatte früher so einen normalen Freunde-Account, da war ich dann auch mit all meinen alten Schulfreunden und so befreundet. Aber wenn man die 5000 überspringt, dann kann man das ja nicht mehr. Dann kriegt man so eine Fanpage und das macht deutlich weniger Spaß, weil man nur noch senden kann und nicht mehr sehen kann. Also das mache ich vorwiegend beruflich, das mache ich nicht privat. Ich benutze kein WhatsApp. Und wie kommunizieren Sie dann mit Ihren Kindern, wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade in Lüneburg sind bei einer Veranstaltung? Also ich schicke SMS, gibt es auch noch. Ist nicht so viel anders in der Handhabung. Und hin und wieder, weil ich die sehr selten sehe, rufe ich sie auch sehr gerne mal an. Weil dann höre ich zumindest mal ihre Stimmen wieder. Okay, dann kommen wir zur sozialen Demokratie, könnte man fast sagen.
zur Sozialunion, Gerechtigkeit gemeinsam oder allein, Eike Plack. Ja. Wir haben ja vorhin über Ängste geredet, wie sehr viele Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Gesamteuropa, sich so ein bisschen zurückgelassen, vergessen fühlen und deswegen vielleicht auch manche Ideen von früher wieder aufleben lassen, die wir eigentlich gedacht haben, dass wir sie überwunden haben. Aber wäre es dann nicht genau jetzt die Möglichkeit, durch die EU, über die EU, für eine eher Angleichung der Lebensverhältnisse in Europa zu kämpfen und durch diesen Kampf viele Probleme, die damit jetzt einhergehen, einfach zu überwinden, weil wenn man sich wohlfühlt, wenn man genug Geld hat zum Leben, dann müsste man sich ja nicht darüber aufregen, dass andere Menschen angeblich auch was bekommen. Und wäre dann nicht genau jetzt der Zeitpunkt für eine starke Sozialdemokratie, dafür zu kämpfen? Genau, wobei an der These gibt es leider einen Haken. Es gibt ganz viele Menschen, die materiell gar keine Sorgen haben und sich trotzdem darüber aufregen, dass andere was bekommen. Das funktioniert leider nicht so 1:1. Aber im Grunde genommen ist das natürlich genau richtig. Und die europäische Idee ist ja auch Angleichung von Lebensverhältnissen. Also das, und ich kenne mich jetzt, wie gesagt, mit Spanien ganz gut aus. Spanien ist jetzt eines der Länder, die von der Finanzkrise und der folgenden Politik der Europäischen Union hart getroffen wurde. Aber trotzdem geht es denen immer noch deutlich, deutlich besser, als es ihnen ging, bevor Spanien in die Europäische Union eingetreten ist. Also der Mann, den ich dann geheiratet habe, der ist auch Jurist und der war damals gerade fertig mit dem Studium. Seine einzige Option war ein Jahr unbezahltes Praktikum in der Anwaltskanzlei. Also da ist in allen Ländern, die in die Europäische Union gekommen sind, hat sich am Wohlstandsniveau was getan, aber es hat eben überall auch Verwerfungen gegeben. Und man muss ja sich vor Augen führen, dass Europa gegründet worden ist, die Europäische Union gegründet worden ist als Wirtschaftsraum. Das war der Grundgedanke. Und alles, was Europa jetzt an sozialen Errungenschaften bisher mit sich gebracht hat, war immer ganz eng verlinkt mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, weil es sonst auch immer Probleme gab mit Zuständigkeiten. Und man muss sich auch deutlich klar machen, dass nicht jeder diesen Schritt will, den wir natürlich ganz nach vorne stellen. Wir wollen aus diesem Wirtschaftsraum einen sozialen Raum machen, ein soziales Europa machen. Und das wollen nicht alle. Ich habe mal mit dem Chefvolkswirt von Schäuble auf einem Panel gesessen, da war ich noch Familienministerin, habe ein flammendes Plädoyer für das soziale Europa gehalten und er sagte ganz kühl, nö, wir glauben, dass Europa damit überfordert ist, auch soziale Aspekte zu bieten. Wir sind jetzt auf dem Weg, ich war ja auch mal Geschäftsführende Arbeitsministerin und als solche habe ich im Europäischen Rat die europäische Säule sozialer Rechte mitbeschlossen. Also es gibt einen ersten Ansatz, dahin zu gehen, aber wir müssen das jetzt auch mit Leben füllen. Und mein Lieblingsbeispiel ist da immer der europäische Mindestlohn, weil man da auch sieht, das hat für alle Länder, das hat Bedeutung für alle Länder. Viele Leute, wenn sie soziales Europa hören, dann denken die immer, ach die Sozis, die wollen wieder Geld nach Italien, nach Griechenland schicken. So, das hat, so die Neoliberalen haben das total geschafft, das in den Köpfen zu verankern, habe ich den Eindruck. Nein. Ja, wir wollen, dass es allen Menschen überall gut geht. Das ist ein sozialdemokratisches Menschenbild. Aber wir wollen, dass auch hier sich Dinge verbessern. Und gerade beim Thema Mindestlohn, wir sagen 60% des Durchschnittseinkommens, dann könnten Menschen Perspektiven vor Ort haben. Davon kann man leben, auch wenn man Kinder hat. Davon kann man auch in den Ländern eine Rentenversicherung aufbauen, in aller Regel. Und in Deutschland wären das 12 Euro. Also Überraschung. Und das wissen wir ja. Ich meine, es hat uns so viel Kraft gekostet, diesen Mindestlohn überhaupt durchzukriegen. Aber wir wissen alle, dass der nicht hoch genug ist. Und national, solange in jeder denkbaren Konstellation, so wie es im Moment aussieht, immer die CDU/CSU drin sein wird, wird der auch nicht viel höher sein. Egal, wer dazukommt als Koalitionspartner. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt manche Länder sich auf den Weg machen, Bremen zum Beispiel gerade, aber auch andere und Berlin und ich weiß gar nicht, wie es in Niedersachsen ist, bestimmt auch. Stimmt. Aber wenn man das europäisch regeln würde
oder gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Haben wir im Grunde genommen schon, heißt Entsenderichtlinie. Aber da könnte man noch eine Komponente hinzufügen, nämlich egal welches Geschlecht, diese verfluchte Lohnlücke von immer noch 20% endlich zu schließen. Auch das könnte man europäisch angehen. Also da gibt es ganz, ganz viel Musik und das ist natürlich unser allergrößtes Feld, wo wir sagen, da muss jetzt die Europäische Union sich verändern und nach vorne gehen. Sie haben ja gerade schon was angesprochen, mit anderen Parteien muss man auch Kompromisse finden, aber wäre es dann nicht vielleicht an der Zeit zu gucken, nach auch sehr langer Zeit großer Koalition eine andere Orientierung, eine andere linke Orientierung der Politik voranzutreiben und eben so zu versuchen, über europäische Mehrheiten im linken Spektrum etwas voranzubringen? Klar, immer gerne. Sofort. Im Bundestag ist es leider so, dass wir keine Mehrheit haben. Und im Europäischen Parlament funktioniert das Ganze ja ein bisschen anders. Da stimmen die einzelnen Fraktionen unterschiedlich ab. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Artikel 13 nehmen, ich glaube, die CSU waren die einzigen, die geschlossen dafür gestimmt haben, für die Urheberrichtlinie in allen anderen Fraktionen. Also sowohl SPD, aber auch Grüne, FDP, überall gab es Stimmen dafür und dagegen. Also es tun immer manche so, als wäre das alles ganz einheitlich. Nein, ist es nicht, weil es in allen Parteien diesen Gegensatz gibt zwischen den Digitalen und den Kreativen. Das ist, und das finde ich auch alles legitim. Und da läuft das eben anders. Da stimmt eine Fraktion in der Regel nicht einheitlich ab. Darf ich noch eine Frage stellen? Sie haben gerade schon die Lohnlücke angesprochen zwischen den Geschlechtern. Wäre nicht ein erster Schritt, zum Beispiel Parität in den Parlamenten einzuführen? Im Europäischen Parlament sitzen jetzt auch nur 36% Frauen. Und es sieht nicht, ja, immerhin mehr als in Deutschland, sind nur knapp über 30, nicht mal ein Drittel. Aber warum gibt es denn keine Anstrengungen in diese Richtung? Wie können wir über die Lohnlücke reden, wenn zum Beispiel nicht mal in den Parlamenten die Hälfte der Bevölkerung genug repräsentiert ist? Also im Bundestag sind wir ja jetzt auf einem echt guten Weg. Also fraktionsübergreifend gibt es jetzt, Wahlrechtsänderungen kommen immer aus dem Parlament selbst heraus. Das ist nie was die Regierung einbringt. Und da haben sich jetzt Frauen fraktionsübergreifend getroffen. Ich glaube, bisher sind es nur Frauen gewesen, aber es gibt viele, viele Männer, die das auch für richtig halten. Also im Bund bin ich sehr optimistisch, dass wir da vorwärts kommen können. Brandenburg hat es schon gemacht. Da hat die SPD-Linke Regierung mit den Grünen gemeinsam, die da in der Opposition sind, dieses Gesetz verabschiedet. Es ist rechtlich eine Herausforderung, das muss man wissen, weil es ein Eingriff ins Wahlrecht ist. Ich glaube, dass es trotzdem richtig ist und geht. Und wir sind von 37 auf 30,9 gefallen bei der letzten Wahl. Also da, wo ich sitze, auf der Regierungsbank sitzt vor mir die AfD, dann kommt die FDP und dann kommt CDU, CSU. Und da sieht man manchmal, ich habe das ja mal öffentlich gesagt, da sieht man manchmal nur so ein Meer aus grauen Anzügen und hin und wieder mal einen so ein Sprengsel drin, was Farbiges oder so. Aber da kann was passieren. Ja. Und andere Sachen in Bezug auf Gender Pay Gap machen wir auch, ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Berufe in den Blick nehmen, wo vor allen Dingen Frauen tätig sind. Weil das sind diejenigen, die besonders schlecht bezahlt sind. Das ist der Dienstleistungssektor, insbesondere Pflege und Erziehung. Das sind 80% Frauen. Und da war es bis vor kurzem so, ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, dass man nicht nur keine Ausbildungsvergütung bekam in manchen Bundesländern, sondern noch Schulgeld bezahlen musste. Also in manchen Bundesländern, wenn man zum Beispiel Erzieher oder Erzieherin werden wollte oder Altenpfleger, Altenpflegerin, da musste man noch Geld mitbringen, um sich ausbilden zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen. In diesen Mangelberufen. Das haben wir jetzt aber zum Glück schon mal geändert. Herzlichen Dank für diese erste Runde. Es hat so ein bisschen was von Verhörsituation hier, muss ich jetzt sagen. Ja, wir verändern jetzt, würde ich vorschlagen, einmal die Lichtverhältnisse, denn das Publikum ist ja jetzt sehr, sehr herzlich eingeladen, Fragen zu stellen,
aber auch Statements einzubringen. Vielleicht machen wir das so, also das sind wirklich Menschen. Ja. Und da sammeln wir Stimmen. Vielleicht nehmen wir mal 3 Stimmen und sammeln die ein. Hier sind 2 Mikros unterwegs. Ja, bitte. Ja, das Thema Flüchtlinge wurde ja irgendwie hier erwähnt und dazu hätte ich eine Frage. Wir wissen ja, dass die afrikanischen Länder ja sehr destabilisiert sind. Das ist ja auch, dass wir auch viel Schuld daran tragen, weil wir in diesem Luxus leben. Und da sind ja halt die, viele Leute flüchten ja von den Warlords und von den Diktatoren und so weiter. Ja, meine Frage geht dahin. Europa lässt ja eine zweite Mauer südlich Libyen bauen. Und diese Mauer ist für mich einfach nur aus dem Auge, aus dem Sinn gedacht. Die Leute, die flüchten ja, weil sie Hilfe brauchen. Und ich verstehe einfach nicht, warum man da sozusagen so eine Mauer bauen lässt. Ja, dafür gibt es doch wahrscheinlich, gäbe es andere Lösungen, die man europaweit in Angriff nehmen könnte und nicht eine Mauer. Und die Leute da, sag ich mal, ihrem Schicksal, ihrem Schicksal zu lassen. Danke. Hier gab es weitere. Bitte. Ja, guten Tag. Vielen Dank, Frau Wali, und an die Runde für die interessanten Inputs. Ich studiere Data Science, nutze auch kein WhatsApp und teile Ihre positive Sicht auf die Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel und ich glaube auch jetzt 9 Monate und einen Tag nach Inkrafttreten ist es auch zu früh, ein abschließendes Urteil zu fällen. Sie hatten in Ihrem Input auch die Datenökonomie kurz angesprochen. Die Datenschutzgrundverordnung berührt ja auch Wettbewerbsfragen, auch zum Beispiel in Artikel 8, dem Recht auf Datenportabilität. Jetzt ist es ja aber so, dass in diesen Plattformwettbewerben, die es da oft gibt, es sehr schwierig ist, den Anbieter tatsächlich zu wechseln. Da gibt es Forderungen nach echter Interoperabilität zwischen den Plattformen. Und da würde mich interessieren, wie stehen Sie zu dieser Frage? Halten Sie das für richtig? Geben Sie dem eine Chance? Und was meinen Sie, wäre ein Zeitrahmen, in dem sowas vielleicht auch eine Chance hätte? Vielen Dank. Noch eine Stimme? Sie haben den Mindestlohn angesprochen und das sind allerdings nur Bruttolöhne. Und allein die Frage, wer bekommt überhaupt den Mindestlohn, finde ich interessant. Das sind nämlich vor allem Menschen, die diese 450-Euro-Jobs machen, die Nebenjobs haben. Und für die ist das natürlich super, die bezahlen ja darauf auch keine, also vor allem die 450-Euro-Jobs, die bezahlen ja dann auch keine Steuern weiter. Aber ich arbeite aus Aushilfe im Einzelhandel und eine Kollegin von mir, die ist fest angestellt, bekommt sicher offiziell als Bruttolohn auch den Mindestlohn, aber was dann als Nettolohn rauskommt, ist unheimlich und manchmal habe ich persönlich auch ein ganz schlechtes Gewissen, weil sie viel mehr Arbeit leistet und am Ende weniger raus hat als ich selbst. Deswegen meine Frage, wie, also es wird immer nur über den Mindestlohn an sich geredet und dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass das kein Nettolohn ist. Und die zweite Frage richtet sich auch so in die Steuerpolitik und zwar, wie möchten Sie sich konkret auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass es eben einen europäischen Finanzminister oder eine Finanzministerin gibt? Und was, denken Sie, kann sich dann auch gerade in der Art und Weise dann ändern? Danke. Eine ganze Sammlung. Wollen Sie? Gerne. Also beim Thema Flüchtlinge, wenn wir das langfristig angehen, dann führt überhaupt kein Weg daran vorbei, dass wir uns in der Afrikapolitik völlig anders aufstellen. Also Willy Brandt hat ja damals diesen Nord-Süd-Dialog ja betrieben, wo es darum geht, zwischen diesen beiden Kontinenten eine echte
ein echtes Verhältnis auf Augenhöhe herzustellen. Und das ist leider so ein bisschen eingeschlafen, habe ich den Eindruck. Das würde ich gerne wiederbeleben, auch wirklich mit diesem, unter diesem Motto, weil ich glaube, dass das Dialog das darstellt, was wir brauchen. Es geht immer viel um Entwicklungszusammenarbeit. Wir stecken ja sehr, sehr viel Geld in die Entwicklungszusammenarbeit, erhöhen das jetzt auch nochmal deutlich. Aber Entwicklungszusammenarbeit hat immer diesen, auch wenn sich da viel verändert hat, aber immer noch so einen leicht paternalistischen Ansatz, sag ich mal. Wir helfen euch jetzt auf die Sprünge. Und im Grunde genommen geht es um was anderes. Es geht darum, dass man diesen Kontinent eben nicht immer als Problemkontinent definiert, sondern als einen Kontinent mit gewaltigen Chancen. Da sind unglaublich viele junge Menschen, die Bevölkerungspyramide ist da ja völlig anders als in Europa, die nur darauf warten, eine gute Ausbildung bekommen zu können und ihre Länder auch verändern zu können. Und da müssen wir eben auf allen Ebenen, in der Entwicklungszusammenarbeitspolitik müssen wir Dinge verändern, müssen in der Handelspolitik den Weg weitergehen, der jetzt mal begonnen worden ist, nämlich dass man da auf andere Punkte setzt, als immer nur den eigenen Vorteil, sondern dass man beispielsweise diese ganzen ILO-Kernarbeitsnormen, wie das ja in dem Abkommen mit Kanada dann am Ende gemacht worden ist, also dass man die Handelspartner auch dazu verpflichtet, die Verhältnisse bei sich zu bessern. Denn das ist ein großes Problem, das muss man klar sagen, in vielen afrikanischen Ländern ist die Diskrepanz zwischen Volk und Regierung nochmal eine ganz andere, als wir das in Europa erleben. Und wir haben viele Mittel, die deswegen nicht funktionieren, weil die Regierungen nicht, ich sage mal jetzt ganz allgemein, verlässlich sind. Das hat sehr unterschiedliche Ausprägungen, nicht verlässlich sind. Und dann kann man natürlich mit NGOs ganz viel machen, aber wirklich verändern. Einen echten Dialog kriegt man nur hin, wenn man die Regierungen mit einbezieht. Und das kann man nur über solche Abkommen hinkriegen. Und nur so, also indem wir wirklich die Perspektiven auf diesem Kontinent haben und schaffen, nur so wird das Problem langfristig anzugehen sein. Weil die Europäische Union wird immer den Grundsatz haben, offene Grenzen nach innen bedeuten Grenzsicherung nach außen. Was anderes zu versprechen, wäre völlig illusorisch. Also da müssen wir uns ja nur umgucken in Europa, wie es jetzt schon schwierig ist. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die allermeisten Menschen nicht weg wollen, sondern dass sie weggehen, weil sie weg müssen. Und deswegen ist die einzige echte langfristige Chance, die wir haben, sowohl für diese Menschen als auch für diese gesamte Konstellation, ist, dass wir wirklich vor Ort diese Chancen auch schaffen. Und ich hab immer den Eindruck, Afrika ist wie so ein trockener Schwamm. Also die warten wirklich nur drauf, dass wo immer dort Projekte erfolgreich sind, ist das dann gleich, also explodiert das dann gleich, sag ich mal, weil da so viel gut ausgebildete Menschen warten, das dann auch umzusetzen und diese Veränderung auch tatsächlich in Gang zu setzen. Zu dem Thema Datenökonomie. Interoperabilität ist mein großes Steckenpferd. Im Grunde genommen, weiß nicht, ob da jetzt jeder mit befasst ist, im Grunde genommen geht es darum, das hinzukriegen, was wir beim Telefon schon haben. Also wenn wir beide miteinander telefonieren würden, dann würden wir das tun, völlig egal, welchen Betreiber Sie haben und welchen Betreiber ich habe. Wir wüssten es noch nicht mal. Und das ist die Grundidee. Also dass ich nicht bei WhatsApp sein muss, um in eine WhatsApp-Gruppe was schreiben zu können, sondern dass ich das auch machen kann, wenn ich bei einem anderen Anbieter bin. Davon gibt es einige, die eben mit Daten nochmal deutlich anders umgehen. Das wäre aus verschiedenen Gründen wichtig. Es wäre wichtig für jeden Einzelnen und jede Einzelne, dass man diese eigene Entscheidung treffen kann. Aber es bricht natürlich auch so ein Monopol und zwingt so einen Laden wie WhatsApp, Facebook, Instagram, ist ja alles eins, dazu eben bestimmte Praktiken dann auch bleiben zu lassen, wenn die merken, wenn ich das mache, gehen die Leute woanders hin. Es gibt Probleme, Sie sind Fachmann, Ihnen brauche ich das nicht zu erklären. WhatsApp hat viele, viele Nachteile, aber Sie haben einen Vorteil, Sie haben eine sehr zuverlässige Verschlüsselung. Und
das müsste halt geöffnet werden. Man braucht eine Schnittstelle dann dafür. Das wiederum bringt zusätzliche Unsicherheit, was die Daten angeht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man es lösen kann. Weil im Bereich von Finanzdaten zum Beispiel schafft man es auch, Schnittstellen zu öffnen, die trotzdem sicher sind. Aber ich glaube, dass das der Weg der Zukunft ist, dass man diese Giganten, diese Monopolisten, quasi Monopolisten dazu zwingen muss, Facebook auch, Schnittstellen zu öffnen und diese Interoperabilität eben, also das Kommunizieren zwischen verschiedenen Plattformen zu ermöglichen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und eine ganz, ganz neue Marktsituation auch schaffen würde, auch für neue europäische Unternehmen. Diese Alternativen zu WhatsApp sitzen ja zum großen Teil auch beispielsweise in der Schweiz. Mindestlohn, den bekommt jeder. Das war ja einer der großen, großen Streitpunkte bei der Einführung. Die wollten ja, unser damaliger schon Koalitionspartner wollte ja, dass es nur in bestimmten Regionen gilt und nur für bestimmte Branchen und so weiter. Das war ja einer der allerwichtigsten Punkte. Es gilt für alle. Was man davon unterscheiden muss, ist die Frage, wie gehen die Unternehmen damit um? Es gibt leider immer, wenn es um Arbeitsrecht geht, gibt es immer schwarze Schafe auch. Wir haben damals gesagt, wir stellen auch 1000 neue Kräfte beim Zoll ein, damit das auch ordentlich kontrolliert wird. Ich kann nur immer alle ermuntern, geht in die Gewerkschaften, weil alleine kriegt man das nicht hin. Alleine ist man oft wehrlos gegen die Arbeitgeberseite. Man muss sich da organisieren und man muss dann auch solche Zustände anprangern, da wo es tatsächlich so ist. Wir wussten ja, es gab am Anfang ganz wenig Widerstand, gerade aus diesen Branchen, wo wir es wussten, ja, Gastronomie zum Beispiel, Hotellerie, Einzelhandel. Erstmal waren die ganz ruhig. Wir haben dann auch herausgefunden, warum. Weil die sich gesagt haben, lass die mal kommen, lass die das mal machen mit dem Mindestlohn, dann deklarieren wir einfach vorne eine Stunde und hinten eine Stunde als Zeit zum Umziehen oder was auch immer, wo die schon die Regale räumen, das kriegen wir schon wieder hin. Und erst als klar wurde, die müssen es dokumentieren und es wird auch kontrolliert, da ging erst der große Aufschrei richtig los. Also, und du zahlst ja erst ab einem gewissen Einkommen überhaupt Steuern. Also ne, es gibt auch das Existenzminimum ist freigestellt. Ich glaube, bei dem jetzigen Mindestlohn bist du so, ich habe es mal versucht, ganz schnell zu rechnen, weil der sich auch immer ändert, aber das ist sowas bei 1480 Euro oder sowas brutto tatsächlich. Aber Steuern zahlst du da sehr wenige, aber du zahlst natürlich auch Sozialabgaben, das stimmt. Und als 450 Euro Kraft hat man diese Pauschale. Ich bin sowieso kein Fan von diesen 450 Euro Jobs, aber das mal nur am Rande. Europäischer Finanzminister, das sollte man nicht überbewerten. Das war damals ein Vorschlag von Macron, der davon selber schon wieder ein Stück weit abgerückt ist. Das ist keine Wunderwaffe. Viel wichtiger ist diese Kompetenzfrage. Wir brauchen in der Europäischen Union das Mehrheitsprinzip in Steuerfragen. Sonst wird sich da nicht wirklich was tun. Der europäische Finanzminister ist im Grunde genommen das Pendant zum Eurozonenbudget, also dass die Europäische Union eigene Steuern erheben kann. Die Finanztransaktionssteuer sollte so eine Steuer sein, die dann in den europäischen Haushalt geht und dann eben für Investitionen verwendet werden kann. Vor allen Dingen natürlich in Regionen, wo es hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt und hohe Arbeitslosigkeit insgesamt, um dort für Anreize zu sorgen, damit die Konjunktur dort anspringt. Bisschen komplizierte Antwort, aber sorry, war eine komplizierte Frage. Herzlichen Dank. Haben wir noch zwei Stimmen? Genau, wir brauchen ein anderes Licht. Ja, Sie haben vorhin sehr viel von Kompromiss gesprochen und dass wir wieder mehr Kompromissbereitschaft brauchen und da bin ich auch völlig bei Ihnen. Sie haben aber auch von wertebasierten Entscheidungen getroffen und ich frage mich, ob es für die nicht auch manchmal ein bisschen mehr Kompromisslosigkeit bräuchte, um da ja, glaubhaft und glaubwürdig zu bleiben und ob nicht, also Sie wurden am Anfang als Feministin bezeichnen oder dass ich es selbst als Feministin sehen und ob nicht ja, sehr aktuell das Thema 218 und 219a eigentlich ein Thema wäre, wo es ein bisschen mehr Kompromisslosigkeit gebraucht hätte,
und ob nicht das Thema Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper eins ist, wo man das auch verlangen könnte von der SPD. Haben wir noch eine Stimme? Ja. Ja, Frau. Ja? Aufstehen, okay. Das kommt mir sehr komisch vor, wenn ich in der ersten Reihe stehe. Ich setze mich doch wieder hin. Ja. Pascal. Frau Wadi, ich würde ein kurzes Lob vorweg schicken. Es freut mich sehr, dass Sie für das Europaparlament kandidieren. Man könnte ja sagen, Sie riskieren damit Ihre politische Karriere, gehen ins Politische aus und mit gut Glück sind Sie noch wie Martin Schulz, kommen noch einmal zurück, bis Sie dann komplett draußen sind. Warten Sie ab. Aber in Wirklichkeit zeigt es ja, dass Schulz noch so macht. Die Wichtigkeit, die Sie beim Europäischen Parlament sehen. Und ist es nicht so, dass für Ihre Vision von einem sozialen Europa nicht auch ein ganz anderes Institutionsgefüge der Europäischen Union erforderlich wäre? Also nochmal, da möchte ich nochmal nachhaken, es wurde auch angesprochen. Brauchen wir nicht auch ein Europa, Sie sagen der Bürgerin, wo die SPD denn fordern würde, dass das Europäische Parlament ganz andere Zuständigkeiten, eine viel größere Autorität bekommt und dass dieses Europa ein Europa der Demokratie und nicht nur eine des Marktes und der Währung ist? Ja, also vielen Dank für die Fragen, für alle Fragen. Ich habe ein bisschen gehofft, ich versuche das immer zu triggern, dass auch diese 219a-Frage noch kommt. Und als ich mit dem Feminismus anfange, habe ich das schon geahnt, weil ich immer froh bin, wie auch beim Artikel 13, wenn man das mal ein bisschen erläutern kann, was man so macht. Also 219a. Erstens ist 219a nicht 218 und keine der Fraktionen hat 218 in Rede gestellt. Da wird sehr, sehr viel noch oben drauf gepackt, was nicht 219a ist. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus. Die Grundsatzfrage ist völlig berechtigt. Aber es ist auch ein gutes Beispiel, wie man Politik dann mal erläutern muss. Ulla Schmidt, ich weiß nicht, ob jemand die Bundestagsdebatte gesehen hat letzte Woche, hat das im letzten Satz auch gesagt. Da komme ich aber ganz am Ende erstmal drauf. Jetzt will ich erstmal sagen, die Ausgangssituation war so. Koalitionsverhandlungen standen schon im Raum. SPD, Grüne, Linkspartei haben gesagt, wir wollen ihn abschaffen. Die FDP sagte, wir wollen ihn ändern, den 219a. CDU, CSU haben gesagt, wir ändern nichts. Das heißt, es gab damals keine Mehrheit entgegen der Legendenbildung für eine Abschaffung, weil die drei SPD, Linke, Grüne nicht ausreichen dafür. In dieser Situation war dann der Ansatz zu sagen, dann probieren wir erstmal, was in der Koalition möglich ist. Den Auftrag haben dann meine Kollegin Franziska Giffey und ich bekommen, nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber so ist eben auch Politik. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben diesen Vorschlag erarbeitet. Ich verstehe völlig, dass diejenigen, die sagen, Artikel 219a sollte ganz weg, damit nicht zufrieden sind. Das wussten wir auch vorher, weil es war klar, Abschaffung würden wir nicht liefern können. Aber wenn man sich also wenn man sich einfach nur mal anschaut, was steht da wirklich drin, dann bin ich immer noch der Überzeugung, dass wir für die Frauen, ich rede jetzt mal nur von den Frauen, nicht von den Ärztinnen und Ärzten, eine fundamentale Verbesserung gegenüber dem momentanen Zustand erreichen. Der momentane Zustand ist der, dass wenn ich ungewollt schwanger bin und einen Arzt, eine Ärztin suche, wo ich einen Abbruch vornehmen lassen will, keine Homepage habe, wo ich das finde, keine Telefonnummer habe, wo ich anrufen kann, möglicherweise die Ärzte und Ärztinnen, die es selber vornehmen wollen, es nicht auf ihre Homepage schreiben und auch die Beratungsstellen es nicht immer weitergeben, die Adressen. In Bayern habe ich gelernt, zumindest von einer konkreten, dass sie das noch nicht mal dürfen. So, wie wird es sein, wenn dieses Gesetz jetzt in Kraft tritt? Dann werden sie erstens eine offizielle Liste haben, wo alle Ärztinnen und Ärzte draufstehen, die das vornehmen wollen, also die auch natürlich das veröffentlicht haben wollen. Niemand wird dagegen seinen Willen draufgezwungen, inklusive der Methode, die angewandt wird. Diese Liste wird die Bundesärztekammer führen, die wird
monatlich aktualisiert und auf der Homepage stehen. Sie werden beim Hilfetelefon Schwangere in Not, sie werden bei ganz vielen anderen Beratungsstellen, auch bei den Beratungsstellen vor Ort, wo die meisten Frauen sich ja zuerst hinwenden, diese Listen bekommen. Also sie werden nicht nur wissen, wer macht das in meiner Umgebung, sondern sie werden auch wissen, wenn ich nicht in meiner Umgebung bleiben will, wo kann ich hingehen. Sie werden Beratung bekommen über, bisher ist es so, dass man oft auf diese sogenannten Lebensschützerseiten kommt, mit gruseligen Fotos und wirklich grob verzerrenden Darstellungen. Diese ganzen Einrichtungen, Bundesärztekammer, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, vom Familienministerium, die Stellen, die werden im Netz seriöse Informationen darüber, wie eigentlich Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, vorhalten. Auch da kann man sich dann in Zukunft vernünftig informieren. Der kostenfreie Bezug von Verhütungsmitteln, gerade für junge Frauen, wird von 20 auf 22 Jahre angehoben, gerade für die Personengruppe, wo man oft sagt, habe ich noch das Geld, mir jetzt noch eine Packung von der Pille zu kaufen oder nicht. Es wird zum ersten Mal, seit es den Kompromiss zu 2018 gab, eine Qualifikation darin geben, wie man Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Derzeit kann man sich nicht darin aus- oder fortbilden lassen, wie man Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Das liegt an dieser rechtlichen Konstruktion. Nochmal zur Erinnerung, ursprünglich wollten wir, das Parlament, eine Fristenlösung. Das war der ursprüngliche Beschluss damals in den 90er Jahren. 12 Wochen Straffreiheit. Das war damals SPD, Grüne, FDP, die das beschlossen haben. Das hat das Bundesverfassungsgericht gekippt damals und hat gesagt, das dürft ihr nicht. Das ungeborene Leben ist ein Grundrecht, hat einen Wert. Das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Es ist nicht so, dass wir einfach nur aus der Lameng irgendwas machen können. Wir sind da auch gebunden. So, und vor diesem Hintergrund haben wir jetzt diese Veränderung. Für die Ärzte gibt es eine kleine, sie empfinden das als sehr groß, da habe ich auch Verständnis für die Ärztinnen und Ärzte gibt es eine Einschränkung, weil die jetzt eben nicht mehr quasi freien Text auf ihre Homepages stellen können, sondern sich von den offiziellen Stellen orientieren müssen, weil man auch einen Kompromiss eingehen muss, ja. Aber man bekommt die Information und kein Arzt, keine Ärztin wird mehr dafür bestraft, dass sie schreiben, ich nehme in meiner Praxis Schwangerschaftsabbrüche vor. Also ich finde, wenn man wirklich nur schaut, was sind die praktischen Auswirkungen, dann bin ich nach wie vor der Auffassung, dass dieser Kompromiss ein sehr vernünftiger ist. Auch wenn es nicht die Abschaffung ist, die nach wie vor mein Ziel auch bleibt. Und jetzt zum Abschluss komme ich nochmal auf Ulla Schmidt zurück und wieder auf diese Frage Kompromiss. Denn es kam eine Zwischenfrage von einer Kollegin, die ich sehr, sehr schätze, von den Grünen, die auch sehr empört und sehr... Und da sagte sie, wisst ihr was, wenn damals nicht Herr Lindner gesagt hätte, er wolle nicht regieren, dann wärt ihr jetzt in exakt derselben Situation und ihr würdet exakt dasselbe tun. Das ist das, was ich meine. Wenn man die schwarz-grünen Koalition in Hessen und Baden-Württemberg sieht, dann müssen die da auch Kompromisse machen. Genauso wie wir das müssen. Und wie das andere auch müssen, wie die Linkspartei das muss, wenn sie mal irgendwo regiert, dann können die auch ihre Sachen nicht 100% durchbringen. Und die Kompromisse zwischen der linken politischen Seite und der Union sind immer sehr schmerzhaft in diesen gesellschaftspolitischen Fragen, weil die halt auf einem anderen Baum sitzen als wir. Und egal, wenn es jetzt schwarz-grün gäbe oder schwarz-gelb oder schwarz-rot, das ist was anderes, als wenn man eine rot-rot-grüne oder wie auch immer geartete linke Regierung hat. Aber solange eben die Union 30% hat und wir anderen alle bei knapp 20 oder die Linkspartei eben bei knapp 10 rumschrabbelt, passiert eben das noch nicht. Da müssen wir halt auch für arbeiten und dafür finde ich, ist es auch gut, wenn man sich nicht innerhalb dieses linken Lagers ständig behakt, sondern guckt, wo wirklich... jetzt darf ich natürlich auch nicht, ich bin ja Regierungsmitglied, aber also ich finde, man muss dann schon immer noch mal sehen, wo sitzt der politische Kontrahent, und ich würde mir manchmal wünschen, das klappt auch ganz oft sehr gut. Ich hatte neulich Dietmar Bartsch bei mir im Wahlkreis zu einer Diskussion,
Danach haben sich bei uns die Linken und die SPD-Leute endlich mal an einen Tisch gesetzt bei uns zu Hause, die sich sonst nicht so gut verstehen. Also ich finde wirklich, man muss dann gucken, wo kann man bei allen Unterschieden und bei allem, dass man sich auch Unterschiede deutlich machen muss. Aber wo ist der eigentliche Gegner? Und der eigentliche Gegner ist natürlich auch nicht die Union, um Himmels Willen, sondern der sitzt natürlich noch deutlich weiter rechts. Ganz herzlichen Dank, Frau Barley. Es gab noch diese Frage zum Parlament. Die müssen wir uns noch. Jetzt habe ich mich von dem 219a wegtragen lassen. Also natürlich wollen wir, dass das Europäische Parlament vor allen Dingen das Initiativrecht bekommt. Das ist ja das Wichtigste, worum es geht. Auch da muss ich sagen, ist es in Europa sehr unterschiedlich. Die Briten zum Beispiel finden, dass das Europaparlament das undemokratischste aller Organe ist. Das musste ich auch lernen bei meinen Labour-Kollegen, weil die ein anderes Parlament gewohnt sind. Die haben ganz kleine Wahlkreise, da kennt jeder jeden. Die Europawahlkreise sind gewaltig. Das ist für die nicht demokratisch. Aber ich bin der festen Überzeugung, als einziges direkt gewähltes Organ muss das Europäische Parlament deutlich mehr Gewicht bekommen. Vielen Dank für das Lob und das sage ich jetzt abschließend. Das ist natürlich immer wieder was ich höre. Sind Sie abgeschoben worden? Ergreifen Sie die Flucht, bevor die Große Koalition auseinanderfliegt? Nein, all das. Wer mich ein bisschen kennt, weiß da, glaube ich, auch, wie ich ticke. Also dieses Amt als Justizministerin ist ein ganz wundervolles Amt. Und das entspricht meinem beruflichen Werdegang zu 100%. Und ich gehe da völlig drin auf. Und ich habe auch nicht sofort Ja gesagt, als man mich gefragt hat. Und es blutet mir auch heute noch ein bisschen das Herz, gebe ich auch ehrlich zu. Aber das war irgendwann so eine nächtliche Entscheidung, wo es wieder mit den Rechtspopulisten so explodierte und es in Osteuropa wieder alles so düster aussah. Und auch wo es meiner Partei so schlecht ging. Und da habe ich gesagt, erstens, als überzeugte Europäerin muss ich nach Europa und zweitens als überzeugte Sozialdemokratin muss ich als Speerspitze in dieser Wahl mich auch stellen und mich zur Wahl stellen mit allem, was dazugehört, auch damit, dass ich dieses Amt leider verlieren werde. Aber ich werde ein wundervolles Neues hoffentlich bekommen, das der Europaparlamentarierin und da freue ich mich sehr drauf. Großartig, dass Sie bei uns waren, Katharina Barley, wirklich großen Dank. Herzlichen Dank auch an Julia Brinkmann, Delil Uzun, Andrea Kabaski und Eike Plack. Danke. Es ist erst Mittag, der Tag ist noch lang. Heute Abend haben wir ja sogar noch ein Spezialitätenabend. Sie alle sind herzlich eingeladen hier ins Zentralgebäude. Frau Barley, wäre das etwas für Sie, aber ich fürchte, es geht weiter. Großen Dank. Danke.